und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten. Corona, Herausforderung für Hessen. Die Fraktionen haben untereinander eine Redezeit von 20 Minuten je Fraktion vereinbart. Es gibt die übliche vereinbarte Rednerreihenfolge. Es beginnt der Ministerpräsident, dann kommt die SPD, dann Bündnis 90 die Grünen, die AfD, Freie Demokraten, die Linke, CDU und fraktionslos. Sie müssen keine gelben Kärtchen abgeben. Ich habe das im Blick und rufe Sie entsprechend auf. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die sogenannte Corona-Krise stellt unser Land vor Herausforderungen, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Buchstäblich alle Lebensbereiche sind davon umfasst. Der französische Präsident spricht wörtlich davon, wir sind im Krieg. Andere sprechen davon, es geht um Leben und Tod. Das ist nicht meine Wortwahl. Aber ich will keinen Zweifel daran lassen, dass die Lage sehr, sehr ernst ist. Die erschütternden Bilder aus Italien und anderen Ländern lassen keinen Zweifel zu über die Dimension dieser Herausforderung. Aber, meine Damen und Herren, ich bin auch überzeugt, dass es uns gelingen kann, das Ausmaß dieser Pandemie einzudämmen und letztlich die Krise auch zu beherrschen, wenn die getroffenen Maßnahmen wirken und sich insbesondere die Bürgerinnen und Bürger auch an die entsprechenden Regeln halten. Meine Damen und Herren, je mehr Bürger sich unter anderem an die Hygiene- und Abstände- oder Abstandsregeln halten, umso größer sind unsere Erfolgsaussichten. Ich sage das sehr bewusst, weil ich weiß, dass wir in vielen Bereichen in unser tägliches Leben eingegriffen haben. Und trotzdem bitte ich herzlich alle, sich daran zu halten. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen, die tief in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen. Das ist uns nicht leicht gefallen. Aber individuelle Freiheit ist nie schrankenlos. Sie muss dort enden, wo die Freiheit, die Gesundheit, ja und sogar das Leben anderer bedroht ist. Freiheit bedeutet deshalb immer auch Verantwortung. Verantwortung für sich selbst, für die Familie, für die Nachbarn, aber auch für die Gemeinschaft insgesamt. Und ich bedanke mich sehr bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, die sich jetzt fast alle – die Corona-Partys sind vorbei, und ich hoffe, dass auch die Letzten es begriffen haben – aber nach allem, was wir sehen, fast alle Bürgerinnen und Bürger verhalten sich sehr verantwortungsvoll. Und ich möchte, meine Damen und Herren, gerade in dieser Situation auch einer besonderen Freude Ausdruck geben. Wir erleben nämlich, dass in unserem Land eine große Anzahl von Hilfsangeboten für Alleinstehende, für Kranke gemacht werden. Und diese vielen Initiativen zur Hilfe sind gelebte Solidarität in einer Gesellschaft, die trotz ihrer Vielfalt zusammenhält. Und dafür, meine Damen und Herren, dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. Dafür dürfen wir uns auch freuen, meine Damen und Herren. Diesen Zusammenhalt brauchen wir auch weiter dringend. Die Herausforderungen der Corona-Krise sind noch lange nicht bewältigt und die Gefahren auch nicht gebannt. Die Situation erfordert entschlossenes und rasches und trotzdem besonnenes Handeln. Und da wir uns in einer Situation befinden, in der sich die Lage häufig sehr rasch ändert, müssen alle Maßnahmen immer wieder überprüft werden, ja, und gegebenenfalls auch verändert werden. Das vorrangige Ziel all unserer Maßnahmen ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und wo immer möglich die Infektionskette zu unterbrechen. In Abstimmung mit der Bundesregierung und den anderen Bundesländern hat die Landesregierung deshalb eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, die Sie kennen, meine Damen und Herren. Es hat sich dabei gezeigt in dieser Abstimmung, dass die Zusammenarbeit nicht nur notwendig ist,
Sie ist auch erfolgreich. Der Föderalismus funktioniert, und er gewährleistet insbesondere auch die notwendige Zusammenarbeit mit den Kommunen. So habe ich z. B. selbst regelmäßig persönlich eine Telefonschaltkonferenz mit den Regierungspräsidenten, den Landräten und Oberbürgermeistern unseres Landes. Auch der Krisenstab des Landes steht rund um die Uhr für Informationen und Anfragen zur Verfügung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss jetzt zuallererst darum gehen, die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Aber auch dieses System bedarf in einer solchen Situation besonderer Maßnahmen. So musste z.B. zur Gewinnung von zusätzlichen Intensivbetten die Behandlung aller medizinisch nicht notwendigen Operationen verschoben werden. Die notwendigen Entscheidungen treffen wir in Abstimmung mit der Krankenhausgesellschaft, der Kassenärztlichen Vereinigung, den Kliniken, den Kommunen. Hierzu gehört auch die zukünftige Konzentration der Behandlungen von Corona-Erkrankten auf 6 Kliniken der Maximalversorgung, wie sie Kollege Klose gestern der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ein nach wie vor dringendes Problem bleibt die Ausstattung mit medizinischem Gerät und Material. Das wissen wir sehr genau. Die ganze Welt ist unterwegs, um Schutzkleidung, Tests und Beatmungsgeräte zu erhalten. Wir sind auf allen Ebenen unterwegs, um hier ein Stück Abhilfe zu schaffen. Die Bundesregierung hat uns dazu ihre Hilfe in Aussicht gestellt, konnte bislang aber auch noch nicht wesentlich zur Reduktion dieser Herausforderung beitragen. Das bleibt eine der großen Aufgaben. Und seien Sie versichert, wir gehen täglich alle Angebote durch, die uns jetzt von allen Seiten erreichen, wie man vielleicht noch etwas bekommen könnte. Ich glaube, es ist klug, wenn möglichst der Bund das einheitlich einsammelt. Wir nehmen alles das, was zertifiziert ist. Aber wir dürfen jetzt auch in einer solchen Situation durch unsachgemäßes Verhalten Menschen, die wir retten wollen, nicht gefährden. Und deshalb, meine Damen und Herren, der Präsident hat es zu Recht angesprochen, aber auch mir ist es ein Anliegen. Trotz dieser Umstände leisten gerade diejenigen, die im öffentlichen und Gesundheitswesen an allen Stellen tätig sind, in dieser Zeit Herausragendes. Das, was Sie seit Wochen machen, es geht ja jetzt nicht um die letzten 8 oder 10 Tage, es geht nun schon eine ganze Zeit lang, und in unserem Land hat das Ganze mindestens begonnen, als das erste Flugzeug aus Wuhan kam und auf dem Frankfurter Flughafen landete. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt waren nicht nur unsere Gesundheitsämter, sondern natürlich auch die Kliniken und viele andere in einer ganz besonderen Stresssituation. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es mir ein Anliegen, als Ministerpräsident dieses Landes gerade denjenigen ein ganz besonderes Dankeschön zu sagen. Sie können sehr stolz auf Ihre Arbeit sein, und wir brauchen Sie, und wir brauchen Sie auch in Zukunft. Herzlichen Dank dafür. Eine besondere Priorität muss natürlich auch die Handlungsfähigkeit des Staates und der Erhalt der kritischen Infrastruktur sein. Um diese sicherzustellen, hat die Landesregierung z.B. gemeinsam mit den Kommunen eine Kinderbetreuung für diejenigen Eltern, die in diesem Bereich sind, in den Kitas und Schulen sichergestellt. So gewährleisten wir, dass z.B. Ärzte oder Krankenschwestern, die dringend gebraucht werden, nicht zu Hause bleiben müssen, um ihre Kinder zu betreuen. Nach allem, was wir sehen, funktioniert diese Notbetreuung sehr gut. Und wir beabsichtigen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese auch in den Osterferien fortzusetzen. Das gelingt nur, wenn weiterhin ein ganz außergewöhnliches Engagement der Erzieherinnen und Erzieher, der Lehrerinnen und Lehrer gegeben ist. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und deshalb heute vor dem Hessischen Landtag und vor der Öffentlichkeit auch denen ein ganz besonderes Dankeschön. Ohne die wäre das nicht möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Die Corona-Krise erschüttert auch unsere Wirtschaft und unsere gesellschaftlichen Strukturen. Viele Firmen und Einrichtungen haben massive Umsatzeinbrüche. Manche haben gar keine Aufträge mehr, und nicht wenige fürchten um die nackte Existenz. Das geht quer durch alle Bereiche, vom DAX-Konzern bis zum Kleingewerbetreibenden, vom Selbstständigen, den Vereinen bis zu den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die Folgen für die Arbeitsplätze und mangelndes Einkommen für die Familien sind schon jetzt enorm, und sie werden nach aller Voraussicht auch zunehmen. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung und die Länder rasch Maßnahmen ergriffen haben, um hier gegenzusteuern. Ich darf einmal daran erinnern, ich kann mich in meiner langen parlamentarischen Arbeit nicht erinnern, dass wir als Bund und Länder einmal so schnell ein Gesetz beschlossen haben wie die Neuregelung des Kurzarbeitergeldes. Das ist für viele Menschen ein wichtiges Instrument, auch wenn die Einkünfte dann geringer sind. Aber sie sind wenigstens nicht arbeitslos. Und deshalb, meine Damen und Herren, Bund und Land haben sich entschieden, viel zu tun. Das Kurzarbeitergeld ist gut, aber es reicht nicht. Am vergangenen Sonntag, und Sie konnten das überall lesen, gab es eine sehr ausführliche Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder. Und wir haben in dieser Konferenz eine Fülle von Maßnahmen vereinbart, die noch in dieser Woche durch den Deutschen Bundestag und den Bundesrat beschlossen werden sollen. Sie können demgemäß auch erst danach in Kraft treten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf denjenigen, die jetzt schnell Hilfe brauchen, um ihre Grundkosten zu bezahlen und um nicht in die Insolvenz zu rutschen. Sie brauchen also schnelle Hilfe. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Bürokratie trotz der gerade im Finanz- und Bankenbereich äußerst zahlreichen Vorschriften so gering gehalten wird wie möglich, so einfach wie möglich. Und wir müssen Sorge dafür tragen, dass die Bundes- und Landeshilfen so miteinander koordiniert werden, dass die Hilfe aus einer Hand erfolgt. Das ist das Ziel, das die Hessische Landesregierung verfolgt. Und nach den gestrigen Beschlüssen der Bundesregierung ist das nun besser möglich. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung, das haben Sie aus der Presse erfahren, hat die Absicht, Kleingewerbetreibenden und Selbstständigen bis zu 5 Arbeitnehmern eine Soforthilfe von 9.000 € zu zahlen und bei denjenigen von 6 bis 10 Arbeitnehmern eine Soforthilfe von 15.000 €. Bei aller Anerkennung dieser Leistungen, die ich nicht gering schätze, ist die Hessische Landesregierung jedoch davon überzeugt, dass das nicht reicht und dass deshalb auch das Land Hessen sich hier zusätzlich engagieren muss. Wir wollen deshalb ein Soforthilfeprogramm des Landes Hessen auflegen, das den Betroffenen schnell und unbürokratisch nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Verfügung stellt. Dieses Programm richtet sich vor allem an kleine und Kleinstunternehmer, an Angehörige freier Berufe und Selbstständige bis zu 50 Arbeitnehmern. Wir haben deshalb als Land die Absicht, die Leistungen des Bundes so aufzustocken, dass für die Gruppe bis zu 5 Arbeitnehmern 10.000 € und für die Gruppe bis zu 10 Arbeitnehmern 20.000 € Einmalzahlungen als Soforthilfe gewährt werden. Darüber hinaus halten wir es aber auch für notwendig, auch diejenigen, die der Bund nicht in seinem Programm erfasst, also die über 10 Mitarbeiter haben, eine Hilfe zukommen zu lassen. Wir beabsichtigen deshalb, in einer dritten Gruppe bis zu 49 Arbeitnehmern eine einmalige Soforthilfe von 30.000 € zu gewähren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns bewusst, dass es hier um eine höchst ungewöhnliche und auch von der Dimension mehr als beachtliche Leistung ist. Wenn eine größere Anzahl aus diesem Kreis der Anspruchsberechtigten diese Angebote in Anspruch nähme, dann wären wir schnell bei Summen von einer 500 Millionen € oder mehr. Und zwar nur für die Soforthilfe. Gleichwohl halten wir die Hilfe gerade für diese, für die Kleinunternehmen, für die Selbstständigen, für äußerst wichtig, weil die nämlich in aller Regel keine größeren Rücklagen haben
und nicht in der Lage sind, sich für längere Zeit ohne Einnahmen am Leben zu erhalten. Und damit diese Hilfe möglichst rasch in Anspruch genommen werden kann, bereiten wir die Auszahlung über das Regierungspräsidium Kassel vor, in enger Abstimmung mit den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern. Meine Damen und Herren, zur Stunde liegen die Richtlinien des Bundes für das Programm noch gar nicht vor. Das Kabinett hat gestern Mittag die Grundsätze beschlossen. Wir haben natürlich die Absicht, so schnell wie möglich die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, über die Details des Programms, auch über das Antragsverfahren. Und ich hatte vorhin deutlich gemacht, unser Ziel ist, dass wir das aus einem Guss, aus einer Hand machen. Das heißt, wir möchten sowohl die Leistungen des Bundes als auch die Leistungen des Landes so kombinieren, dass sie möglichst schnell, möglichst umfassend wirken können. Und deshalb bitte ich Sie um Verständnis. Sobald diese Richtlinien des Bundes da sind, werden wir sie mit unseren abgleichen und kombinieren und dann auch sofort der Öffentlichkeit zur Kenntnis geben, damit die Anträge gestellt werden können. Bei größeren Betrieben, also über 50 Beschäftigten, können diese über ihre Hausbank die Kredite, z.B. der Kreditanstalt für Wiederaufbau, in Anspruch nehmen aus dem Bundesprogramm. Hinweisen möchte ich auch, dass vonseiten des Landes natürlich auch unsere Expressbürgschaften bei der Bürgschaftsbank oder die Mikrokredite bei der WIBank zur Verfügung stehen. Wir haben ein ganzes Paket geschnürt, das über die Soforthilfe hinausgeht. Und ich habe diese Punkte beispielhaft erwähnt. Ich möchte auch noch einmal in Erinnerung bringen, was Finanzminister Dr. Schäfer in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit vorgestellt hat, zu den sogenannten steuerpolitischen Maßnahmen. Sie sind ebenfalls von größter Bedeutung, helfen der Wirtschaft, aber auch vielen Bürgern ganz konkret. Das sind nicht nur die Steuerstundungen, sondern insbesondere auch das Angebot an die Umsatzsteuerzahler, dass Sie die letzte Umsatzsteuerzahlung, die jetzt gerade im März erfolgt ist, auf Antrag zurückbekommen können. Da war Hessen das erste Land. Mittlerweile sind erfreulicherweise andere dem gefolgt, dass dieses Angebot gemacht haben. Auch dieses Angebot hilft konkret. Und, meine Damen und Herren, wir sprechen allein bei diesem Punkt von einem Volumen von etwa 1,5 Milliarden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind gewaltige Zahlen. Aber ich bin überzeugt, dass es notwendig ist, jetzt zu handeln, und zwar möglichst schnell, weil ich davon auch überzeugt bin, dass, wenn wir länger zuwarten, die Schäden für unser Gemeinwesen noch höher werden. Und deshalb legen wir Ihnen heute auch den Nachtrag zum Landeshaushalt vor. Werte Kolleginnen und Kollegen, ein Wort als Parlamentarier. Ich bin mir bewusst, dass sowohl die Schnelligkeit des Verfahrens wie auch die Summen, um die es geht, heute z.B. speziell um die 2 Milliarden €, eine besondere Herausforderung für jeden Abgeordneten, jede Abgeordnete darstellen. Ich verstehe sehr, sehr gut, dass Entscheidungen von dieser Tragweite eigentlich ausführliche Beratungen in den Ausschüssen und in den Fraktionen erfordern. Und selbstverständlich ist sich die Landesregierung darüber bewusst, dass die Ausnahme nicht zur Regel werden darf. Aber, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit drängt. Und wir haben deshalb, sobald wir selbst wussten, was z.B. der Bund will, in der Regel die Fraktionsvorsitzenden oder die haushaltspolitischen Sprecher umgehend unterrichtet. Wenn jetzt, und das können Sie jeden Tag lesen und hören und sehen, und ich nehme an, auch bei Ihnen melden sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger, viele Firmen, Vereine, wenn jetzt also von allen Seiten verständlicherweise der Ruf nach finanzieller Unterstützung des Staates ertönt, kann eine Landesregierung aber nur handeln, wenn der Landtag uns dazu die Erlaubnis gibt. Deshalb legen wir Ihnen heute den Nachtrag vor. Und deshalb bitte ich Sie sehr, sehr herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Ihre Zustimmung. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich glaube, dass gerade in dieser größten Herausforderung unseres Landes nach dem Krieg wir jetzt alle zusammenstehen müssen. Ungeachtet parteipolitischer Unterschiede erwarten die Bürger von uns allen, und zwar zu Recht, dass wir handeln. Und deshalb bitte ich Sie, zeigen wir den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich auf uns verlassen können. Zeigen wir, wir Hessen handeln und stehen auch und gerade in der Krise zusammen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen und ich wünsche Ihnen vor allem, bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Damit kann ich die Aussprache über die Regierungserklärung eröffnen. Erste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, die Kollegin Nancy Faeser. Danke schön, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hessische Landtag ist heute in einer historisch einmaligen Situation zusammengekommen. Das Virus legt Hessen lahm, Deutschland, Europa, die ganze Welt. Gemeinsam stehen wir vor großen Herausforderungen, die Generationen vor uns nicht hatten, mit der Ausnahme natürlich der schrecklichen Kriegsgeschehen. Aber, und ich habe in meiner Haushaltsrede schon einmal gesagt, wir leben in einem sehr starken Bundesland. Hessen und Deutschland sind finanziell, strukturell, organisatorisch stark genug, um in dieser beispiellosen Krise die geeigneten Mittel und Instrumente zu entwickeln, die wir brauchen, um die riesenhaften Herausforderungen dieser Tage auch zu bewältigen. Und was so wichtig ist, wir leben in einem Land, das in der Vergangenheit mehr als einmal bewiesen hat, dass es in der Krise zusammenhält, meine Damen und Herren. Solidarität ist das Gebot der Stunde. Solidarität mit denen, die für das neuartige Coronavirus eine Lebensgefahr darstellt, also die Älteren, diejenigen mit Vorerkrankungen. Solidarität mit den Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die um ihre Existenzen fürchten, mit den Familien, die ihren Alltag mühevoll umstellen und bewältigen müssen. Aber auch gerade Solidarität mit denen, die dieser Tage Hilfe geben. Mit den Pflegerinnen und Pflegern, mit den Ärztinnen und Ärzten, mit den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Supermärkten, mit den Beschäftigten von Lieferservice, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Tankstellen und all den Orten, die einen Rest von Alltag bedeuten. Ich möchte deshalb heute ganz ausdrücklich denjenigen danken, die in dieser Ausnahmesituation wirklich Außergewöhnliches leisten. Für mich sind es Alltagshelden. Der Präsident hat es beschrieben. Es sind die wahren Helden des Alltags, die dieser Tage zeigen, wie man die Gesellschaft zusammenhält. Und ich will sie noch einmal nennen, die Pflegerin, die über die Maße arbeitet, die ihre eigene Gesundheit riskiert, die über Grenzen hinausgeht, die Verkäuferin an der Kasse, die auch in der Krise noch freundlich bleibt, obwohl sich ein gewisser Teil der Kunden nicht an das Gebot der Höflichkeit des Abstandes hält, die vielen Menschen, die für hilfsbedürftige Nachbarn einkaufen, für sie kochen, den Müll rausbringen, die vielen Menschen der sogenannten kritischen Infrastruktur, der Feuerwehr, der Rettungskräfte, der Polizeibeamtinnen und Beamten in diesem Land, aber auch der Kraftfahrer, Lageristen, Disponenten, die trotz aller Beschränkungen und Begrenzungen durch das Virus den Warennachschub sicherstellen und das trotz, deswegen erwähne ich es ausdrücklich, eigener Gehaltseinbußen. All denen, die gerade über sich hinauswachsen, die mit aller Kraft für unser Gemeinwohl arbeiten, obwohl sie oftmals zu denjenigen gehören, die weniger bekommen, als sie verdienen. All denjenigen möchten wir heute an dieser Stelle danken.
Dies sind Stunden, Tage, Wochen und Monate, die Solidarität einfordern. Helfen wir einander und nehmen wir Rücksicht aufeinander, damit alle Menschen, die erkranken, bestmöglich medizinisch versorgt werden können, müssen wir erreichen, dass nicht alle gleichzeitig krank werden, damit unser Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt. Wir müssen alles dafür tun, damit sich die Geschwindigkeit, in der sich das Virus verbreitet, verlangsamt wird. Virologen und Epidemiologen können uns sagen, wie sich die Pandemie eindämmen lässt. Welche Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden, ist allerdings eine politische Entscheidung in diesen Tagen. Und deswegen sind wir in der Pflicht, Kollege Krüger, dem Ernst der Lage entsprechend zu handeln, ohne Panik zu verbreiten. Politik muss entschlossen und zügig voranbringen, was zu tun ist, aber sorgfältig abgewogen und gründlich durchdacht. Als Parlament müssen wir dieser Verantwortung gerecht werden. Wir Sozialdemokraten sind in diesem Hause zwar in der Opposition, aber das spielt in diesen Tagen keine Rolle. Denn wir Sozialdemokraten übernehmen in diesen Tagen überall Verantwortung, und zwar an vorderster Stelle, in der Bundesregierung, in vielen Bundesländern und vor allen Dingen auch hier in Hessen, in den Großstädten, in den Landkreisen, in den vielen Kommunen. Dort sind wir sehr breit aufgestellt. Und auch denen, die dieser Tage unglaubliche Verantwortung für unsere Mitmenschen übernehmen in den Städten und Gemeinden, gilt unser herzlicher Dank. Und ich sage das auch als Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionsfraktion dieser Tage sehr deutlich. Auch wir sind hier im Hessischen Landtag bereit, unseren Teil der Verantwortung zu übernehmen, damit unser Land Hessen bestmöglich durch die Krise kommt. Die finanziellen Dimensionen der Unterstützungsmaßnahmen, das hat der Ministerpräsident gesagt, die wir heute als Parlament beschließen wollen, ist geradezu schwindelerregend, die Höhe. Und deswegen gilt auch mein Dank allen Abgeordneten, die dem heute zustimmen, obwohl wir das in den letzten 5 Tagen in einem Verfahren so schnell durchgeführt haben. Wir haben in den letzten Tagen als SPD-Fraktion immer wieder darauf hingewiesen, dass wir schnelle Liquiditäts- und Wirtschaftshilfen brauchen und auf den Weg bringen wollen. Ich will das heute noch einmal betonen. Wir brauchen hier unverzüglich, und ich bin sehr dankbar, Herr Ministerpräsident, dass Sie es heute klar gemacht haben, wo die Unterstützung in den nächsten Tagen liegt, die wir auf den Weg bringen, nämlich nochmals den Kleinen zu helfen. Wir hätten uns gewünscht, dass wir in den letzten Tagen schnelle Hilfen wie in Bayern, Baden-Württemberg und NRW auf den Weg gebracht hätten. Denn wir brauchen Klarheit darüber, wie im Land Hilfe für alle geschaffen wird, für den Klempner, für den freiberuflichen Musiker, die selbstständige Logopädin, die Physiotherapeuten bis zum Kneipenwirt und Restaurantbetreibern. Und da ist es gut und richtig, dass wir für die Kleinen bis 10 noch einmal oben drauflegen. Ich halte das für ausdrücklich richtig. Und es ist auch richtig, dass wir heute alle gemeinsam beschließen, dass für die Betriebe mit bis zu 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Einmalzahlung von 30.000 € erfolgt und auch denen in besonderer Weise auch darüber hinaus mit Krediten geholfen wird, meine Damen und Herren. Denn wir müssen die Wirtschaft so unterstützen, dass sie diese Krise überstehen kann. Der größte Teil dieser staatlichen Mittel kommt vom Bund. Der Ministerpräsident hat es gesagt, allein 50 Milliarden € stellt die Bundesregierung dieser Tage zur Verfügung. Dieses Programm gilt erst einmal nur für 3 Monate. Und ich bitte Sie inständig, dafür zu sorgen, dass kein einziger Tag nun verloren geht in der Umsetzung all dieser Programme. Es gibt, auch das will ich einmal erwähnen, in der Wirtschaft gute Beispiele, wie sie vorangehen, um die Krise abzumildern, zum Beispiel die Arbeitnehmerüberlassung zwischen McDonald's und Aldi. Die Schnellrestaurants sind dieser Tage zu, aber der Handel braucht ja jede helfende Hand, sodass sie jetzt bei Aldi als Verkäuferinnen und Verkäufer zur Verfügung stellen. Ich will das deshalb sagen, weil man auch sieht, dass manches kreativ dieser Tage geregelt wird, was man auch einmal positiv erwähnen sollte. Und auch die Plattformen, auf denen Menschen, die jetzt in Kurzarbeit gezwungen sind, als Helfer für die Landwirtschaft geworben werden, helfen, vor allen Dingen, weil die Bundesregierung den Weg dafür freigemacht hat, dass die Einkommen der Helfer in der Landwirtschaft jetzt nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. Wir nennen es
kreative Solidarität mit staatlicher Unterstützung. Nur diese und viele andere richtigen, hilfreichen Ansätze können die Folgen des Shutdowns in Deutschland nicht ausgleichen. Dazu braucht es ungeahnte und bisher nicht gesehene Kraftanstrengungen des Staates. Die Krise, die Corona-Krise wird tiefe Spuren hinterlassen. Es ist jetzt an uns, diejenigen, die diesem Land Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass die tiefen Spuren in der Krise keine Verwüstungen werden. Wenn ich als Sozialdemokratin davon spreche, dieser Tage der Wirtschaft zu helfen, meine ich vor allen Dingen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn die waren es, die zu diesem wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten Jahren beigetragen haben, meine Damen und Herren. Und alles, was der Bund und nun heute auch das Land hierzu in den letzten Tagen auf den Weg gebracht hat, ist richtig. Und sollten auch noch weitergehende Maßnahmen erforderlich sein, weil das Virus länger zum Stillstand zwingt, dann erwarte ich auch, dass wir alles gemeinsam dafür tun, was notwendig ist, auch in diesem Bundesland umzusetzen. Da ist zum einen die Sicherung der Einkommen für Familien. Beschäftigte, die durch Schul- oder Kitaschließung nicht arbeiten können, werden einen Ersatz für den Ausfall ihrer Verdienste brauchen. Dieser sollte anteilig erfolgen. Das muss aber noch durch den Bundesrat. Deswegen heute mein Appell. Ich bitte Sie, diese Regelung zu unterstützen als Landesregierung. Zum anderen geht es um die Kurzarbeiterregelung. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen worden. Das hat der Ministerpräsident angesprochen. Die Voraussetzungen wurden abgesenkt und die Leistungen erweitert. Ziel der Kurzarbeit ist es, die Beschäftigten in Arbeit zu halten, sie nicht arbeitslos werden zu lassen. Und die Lohneinbußen liegen, auch das hat der Ministerpräsident erwähnt, bei 40%. Das ist für, sag mal, die Facharbeiter, die gut bezahlt werden, hinzunehmen für ein paar Monate, aber für manch andere, die niedriges Einkommen ohnehin schon haben, nicht. Und da werden wir noch Unterstützung leisten müssen. Und Hubertus Heil hat dazu einen Vorschlag gemacht, das Kurzarbeitergeld an dieser Stelle dadurch anzuheben, dass die Sozialversicherungsbeiträge, die zurückgezahlt werden, an die Arbeitgeber dafür aufgewendet werden, das aufzustocken. Und da bitte ich Sie inständig darum, da den Weg frei zu machen in Berlin. Liebe CDU, bitte machen Sie den Weg frei, um diesen Menschen dort zu helfen. Und wir dürfen, und das ist auch mir heute an diesem Tag sehr besonders wichtig, nicht diejenigen abhängen, die ohnehin schon schwieriger haben als andere. Das fängt bei den vielen Minijobbern an. Das geht vor allen Dingen auch über die Menschen mit Behinderungen und hört bei den Kindern in den Schulen und Kitas auf. Whatever it takes, was in der Bankenkrise vor 10 Jahren richtig war, kann bei einer Naturkatastrophe nicht falsch sein. Und das Coronavirus ist eine Naturkatastrophe. Was wir gerade erleben, ist eine Krise, deren Ursprung ausnahmsweise mal nicht in Gier, Skrupellosigkeit oder Dummheit von Eliten liegt, sondern in einem Krankheitserreger. Wir alle sind nicht verantwortlich für die Krise, aber wir sind verantwortlich für das, was unser Land dafür tun kann, diese Krise zu bewältigen. Erinnern wir uns an dieser Stelle daran, dass Covid-19 zunächst eine Infektionskrankheit ist, also ein medizinisches Problem, und zwar ein massenhaftes. Deswegen ist es auch so wichtig, die Arbeitsfähigkeit unserer Krankenhäuser sicherzustellen und deren Zahlungsfähigkeit. Aber wenn es um die Liquidität geht, stehen die Kliniken gerade von zwei Seiten unter Druck. Zum einen brechen ihnen die Einnahmen weg, die durch Operationen, die sie jetzt absagen mussten, die in normalen Zeiten zwar medizinisch sinnvoll, aber nicht überlebenswichtig sind. Zum anderen explodieren die Kosten der Krankenhäuser, weil die Schutzmaßnahmen gegen das Virus sehr aufwendig sind, weil die Kosten für die notwendige Ausrüstung ins Absurde gestiegen sind, weil die unendlichen Überstunden von Ärzten und Pflegepersonal bezahlt werden müssen und weil die Erweiterung der Intensivstationen vor allen Dingen die zusätzlichen Beatmungsgeräte für die zu erwartenden Covid-19-Patienten sehr viel Geld kosten. Ja, der Bundesgesundheitsminister hat hier Gelder zur Verfügung gestellt, die offenbar nicht ausreichen und noch nicht im notwendigen Maße bei den Kliniken ankommen. Aber ich habe gehört, es soll nachgesteuert werden. Für uns als Sozialdemokraten war wichtig, dass wir jetzt in die Lücke gehen, dass das Land Hessen an dieser Stelle unterstützt. Und ich darf mich ausdrücklich beim Finanzminister dafür bedanken, dass das mit aufgenommen wird in die Bürgschaftsrahmen. Herzlichen Dank dafür. Es wird unseren Kliniken helfen.
sprechen wir schließlich noch von einer großen Zahl an Menschen, deren Zukunft nicht am Coronavirus scheitern darf. Die Schülerinnen und Schüler in unserem Land, die nicht mehr zur Schule gehen können. Jetzt, wo es darauf ankommt, sehen wir, wie groß der Nachholbedarf beim digitalen Lernen wirklich ist. Er ist riesengroß. Und das ist jetzt meinerseits kein Vorwurf an den Kultusminister, sondern es ist lediglich eine Feststellung, meine Damen und Herren. Es ist eine Feststellung. Alle Beteiligten, alle Verantwortlichen hätten der Digitalisierung der Bildung mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Dann wäre uns in der aktuellen Lage vielleicht fehlende Hardware, vom Datenschutz nicht zertifizierte Software und abstürzende E-Learning-Plattformen erspart geblieben. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Improvisieren, im Gegenteil. Aber wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, sollten wir uns nicht auf das Improvisationstalent von Lehrern, Eltern und Schülern verlassen, sondern auf einen planvollen Prozess mit einheitlichen Standards für alle. Ich finde, das ist etwas, womit das Kultusministerium sich schleunigst beschäftigen sollte. Wenn die Schulen nach den regulären Osterferien ihren normalen Betrieb noch nicht wieder aufnehmen können, brauchen wir ein landesweites Konzept und tatsächlich ein Konzept für das digitale Lernen in unserem Land, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich zusammenfassen. Was wir gerade erleben, ist eine Krise, für die es außerhalb von Kriegszeiten kein Beispiel gibt. Wir stehen gemeinsam vor Herausforderungen, denen sich in dieser Form seit Menschengedenken niemand stellen musste. Stellen wir in dieser Krise die Menschen in den Mittelpunkt, in das Zentrum unser aller Bemühungen. Lassen Sie uns die Krise mit Solidarität begegnen und mit einer gerechten Verteilung der staatlichen Unterstützung. Für die SPD kann ich Ihnen versichern, wir werden verantwortungsvoll handeln, damit wir diese Krise auch gemeinsam meistern können in diesem Land. Und ich will zum Schluss noch einen Punkt aufführen, den der Ministerpräsident auch angesprochen hat. Mit den letzten Maßnahmen von Sonntag, die Bund und Land beschlossen haben, und auch davor sind massive Einschnitte in die Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger verbunden, ja auch in die Lebensqualität der Menschen derzeit in diesem Land. Aber nach allem, was uns die Wissenschaft sagt, erscheinen diese Maßnahmen angemessen und notwendig. Und deswegen appelliere ich an alle, die sich an die neuen Regeln für das öffentliche Leben zu halten, nicht nur zum eigenen Schutz, sondern vor allen Dingen zum Schutz anderer, die diesen Schutz mehr benötigen als die meisten in diesem Lande. Soziale Distanz muss nicht soziale Kälte bedeuten, meine Damen und Herren. Irgendwann, und ich hoffe in nicht allzu weiter Zeit, werden wir wieder darüber entscheiden müssen, wie wir aus dem Krisenmodus wieder herausfinden. Und ich hoffe sehr, dass wir dabei nicht vergessen, dass Solidarität nicht nur in Krisenzeiten eine Tugend ist, sondern immer und überall, meine Damen und Herren. Und so gesehen muss man vielleicht auch sagen, dass in dieser Krise eine Chance für eine sozialere Gesellschaft liegt. Vielleicht beendet diese Krise, es gibt ja schon erste Hinweise darauf, die Zeiten der großen Egoisten, wie wir sie in Amerika, in England gesehen haben. Vielleicht ist es eine Chance, dass am Ende die Menschen merken, worauf es wirklich ankommt, meine Damen und Herren, auf Solidarität, auf Mitmenschlichkeit und auf Rücksichtnahme. Ich habe es eingangs gesagt, wir sind ein starkes und solidarisches Bundesland. Darauf können wir stolz sein, und es gibt uns die notwendige Hoffnung für die kommenden Wochen und Monate. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise ist eine Bewährungsprobe für uns alle. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die wirklich gute Zusammenarbeit mit den Fraktionsvorsitzenden in den letzten Tagen bedanken. Ich finde, dass wir bewiesen haben, dass wir in den Krisenzeiten gut zusammenstehen können. Und mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung in den Ministerien. Herzlichen Dank für diese herausragende Arbeit in den letzten Tagen. Ich glaube, uns Fraktionsvorsitzenden ist etwas gelungen, dass wir dieser Tage mit dem heutigen Paket vielen Menschen in diesem Bundesland
Heute, wenn wir das gemeinsam beschließen, und dafür darf ich allen Abgeordneten noch einmal danken, die nachher zustimmen werden, und ich meine alle, nicht nur die auf dem Text draufstehen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Linkspartei hätte mit draufgehen können. Und ich danke. Und ich glaube, dass wir damit, mit den Paketen, die wir heute verabschieden, vielen Menschen in diesem Bundesland helfen können. Und diese Hilfe brauchen Sie dieser Tage besonders. Lassen Sie uns auch in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam dafür sorgen, dass wir diese Krise bestmöglich bestehen. Gehen wir heute als Abgeordnete mit gutem Beispiel voran. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.